Guten Morgen, guten Morgen, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Heute mal ganz früh. Und zwar, ich habe jetzt ganz spontan das Handy in die Hand genommen. Gestern Abend habe ich ja nur etwas später, zu später Stunde, ein Live hier gemacht, wo ich mit dir so 9 Schritte geteilt habe, wie du am raschesten deinen Seelenplan entdeckst. Und einer der Punkte, da geht es um das Thema fremde Energien. Und ich weiß, das ist so ein brisantes, heikles Thema. Als ich noch klassische Praxisräume hatte und da ein 1-zu-1-Coaching war mit Menschen, also noch nicht die Akademie gegründet hatte, ich habe mich ehrlich gesagt manchmal gewundert, dass ich selbst so dieses Gottvertrauen hatte mit diesen vielen, vielen fremden Energien, die sich in manchen Energiefeldern aufgehalten haben, zu arbeiten, also diese wegzuschicken. Und das habe ich auch so die letzten Jahre verstärkt gemerkt, dass immer mehr Menschen von fremden Energien, die nicht wirklich zu ihnen gehören, ja, ich will mal sagen, behaftet sind, die wir irgendwann auf uns geladen haben, bewusst oder unbewusst, und die einen einfach dann daran hindern, wirklich zu seinem wahren Kern vorzudringen und sein eigenes Ding zu machen, also wirklich dem Weg seinem Herzen zu folgen. Und das ist auch etwas, was wir in der Akademie auch machen. Auch da im 1-zu-1-Coaching, wenn wir herausfinden, da sind arge fremde Energien, dass wir die dann wegschicken, und da gibt es auch eine CD zum Download für meine Akademikerinnen. Aber für dich und mit euch allen, die hier, hallo liebe Renata, die nicht in meinem Programm sind oder noch nicht im Programm sind in der Akademie und direkt mit mir arbeiten. Ich möchte dir jetzt einfach auch mal ein paar Tipps geben, wie du das handeln kannst, wenn da irgendwie so das Gefühl in dir ist, da könnten auch Energien sich in meinem Energiefeld aufhalten, die nicht wirklich zu mir gehören. Ich möchte jetzt nicht in die Details eingehen. Wenn du dazu Fragen hast, stell sie hier gerne, mache ich dann später noch mal ein Thema zu. Aber ich möchte jetzt weniger jetzt hier eine halbe Stunde drüber philosophieren, wie genau du das merkst, was so ein Zeichen für fremde Energien sind, die nicht wirklich zu dir gehören, sondern dir jetzt einfach mal Tipps geben. So rasche Erste-Hilfe-Tipps, sag ich mal. Die erste Variante ist, du kannst dir morgens oder abends im Grunde genommen so ganz simpel und einfach beim Duschen auch schon mal vorstellen, oder wenn du gerne badest, dass all die Energien, die nicht wirklich zu dir gehören und die du jemals auf dich geladen hast, bewusst oder unbewusst, sei es in diesem Leben oder in einem früheren Leben, schreib dir diesen Satz gerne auf und eigne dir den an, jetzt zurückschickst an den Absender in ihre wahre Heimat, da, wo sie hergekommen sind. Das kannst du simpel und einfach bei jedem Duschen, bei jedem Baden machen. Du kannst auch, wenn du gerne in der Natur unterwegs bist, den Waldspaziergang dazu nutzen, dir vorzustellen, beim Gehen einfach. Also du merkst, ich gebe dir auch hier gerne Tipps mit anhand, die gar nicht zusätzlichen Aufwand, Zeitaufwand brauchen. Wenn du im Wald unterwegs bist, du kannst dir vorstellen, beim Spaziergang, mit jedem Schritt gibst du all die Energien, die nicht wirklich zu dir gehören, und dann auch nochmal mit dem Satz gerne verbunden, die du jemals auf dich geladen hast in dein Energiefeld, bewusst oder unbewusst, sei es aus diesem Leben oder aus einem früheren Leben, kannst du sie in Mutter Erde abgeben, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Oder du kannst dir auch vorstellen, wenn die Vorstellung einfacher ist, sie über dein Kronenchakra ausströmen zu lassen ans Universum und sie zurückzuschicken an den Absender, dort, wo sie hingehören. Ja? Nächste Variante ist, du hockst dich einfach mal hin, schließt deine Augen, atmest zwar dreimal aus, sodass du so ein bisschen in die Ruhe kommst, und dann stellst du dir vor deinem geistigen Auge einfach eine goldene Schale vor,
Und stellst dir dann vor, wie du über den Mund ausatmest in die goldene Schale und all die Energien dahin ausatmest, die nicht wirklich zu dir gehören. Auch nochmal gerne verbunden mit dem Satz: Ich atme jetzt all die Energien, die nicht wirklich zu mir gehören und die ich jemals auf mich geladen habe, sei es in diesem Leben oder in einem früheren Leben, aus in die goldene Schale. Und das machst du dann so lange, bis du so das Gefühl hast, oh, so, jetzt ist schon mal gut. Und dann gibst du die goldene Schale ab ans Universum. Das weiß, was damit zu tun ist, wo es die eben zu entsorgen hat. Da um die Entsorgung brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Das sind jetzt schon mal so drei Erste-Hilfe-Tipps, wie du dich da von Energien, die nicht wirklich zu dir gehören, die wie so, ja, wie so ein Damoklesschwert über dir liegen oder wie auch immer. Ich habe das immer bei mir gerne so als Damoklesschwert bezeichnet, wie du dich davon eben ganz einfach befreien kannst. Schritt für Schritt, Stück für Stück, so wie es zu deinem höchsten Wohle am besten jetzt ist und zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Okay? Alles Liebe, mein kleiner Impuls heute zum Start in den Tag, analog zum gestrigen oder passend zum gestrigen Video, wo es um die 9 Schritte ging, wie du am kürzesten deinen Seelenplan entdeckst. Alles Liebe, hab einen wunderbaren Tag, ganz in deiner eigenen Kraft und Energie. Ciao, ciao!